Willkommen mit Folge 159 unseres Let's Plays des Bioningers. Björnwald Honigfreund auf seinem Pferd für sich ist er hier gerade unterwegs im Düsterwald. Nee, natürlich nicht. Das ist nicht der Düsterwald. Eigentlich ist es genau das Gegenteil, nämlich der helle Wald. Der Wald von Lothlurien, da habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich die Aufgabe hier beenden werde und dafür werden wir nochmal nach Lothlurien gehen. Dann habe ich hier so eine Mithril-Münze benutzt und habe ich hierhin geportet, weil ich keine Lust hatte, das Pferd zu nehmen. Ja, ich denke, das ist auch in Ordnung dann für einmal. Ich blende euch mal das Interface ein und dann zeige ich euch genau, wo wir hier sind. Wartet mal, da nämlich bei Menasil. Und Menasil spricht gerade mit mir. Vielleicht kommt ihr irgendwann wieder zu mir zurück und helft mir noch mehr Zutaten zusammen, Björn. Ja, in diesem Leben nicht. In diesem Leben nicht. Das hatte ich mir geschworen, dass wir diese Aufgabe hier nicht nochmal machen. Finde ich auch ein bisschen. Ich weiß gar nicht so recht. Also das ist für mich immer so ein bisschen Faulheit der Programmierer. Das wisst ihr ja. Und deswegen unterstütze ich das nicht. So, ein goldenes Geschenk. Ist unsere aktuelle Aufgabe. Was führt euch nach Lorien? Ich soll einen Baum kaufen, hat man mir gesagt. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, Björnwald. Ich danke euch dafür, dass ihr für solch eine edle Tat an einen solch gefährlichen Ort zurückkehren möchtet. Ja, für deine Aufgabe möchte ich das nicht, aber für ihn mache ich das natürlich. Nur wenige lieben die Bäume, so wie wir. So wie wir Galadrim. Ich kann nur hoffen, dass ich dieses Kind in diesem unglückseligen Sumpf nicht ins Verderben schicke. Bitte seht nach ihm, falls ihr dort vorbeikommt. Es hat so etwas Kraft, um sein Licht strahlen zu lassen und die grausige Fäulnis des Düsterwaldes zu vertreiben. Aber nein, ich bin beste Hoffnung. Die Macht von Galadriel fließt durch dieses junge Gemüse. Gewächs, natürlich. Kehrt zurück zu der Lichtung, Björnwald, und pflanzt diesen Setzling. Sorgt dafür, dass er von niemandem verderbt wird. Okay. Dann haben wir ein Baumgeschenk gekriegt. Bringt der Malanschörstling zu Niftir. Ja, na gut. Ein paar Münzen habe ich ja noch. Also machen wir uns jetzt hier schnell auf den Weg. Zu Niftir. Oh, Entschuldigung, dass ich hier direkt mit meinem Pferd in dir gespawnt bin. Aber die Mithril-Münze ist voll mächtig. Was weißt kann ich für euch tun? Ich habe einen Baum dabei. Ist er zurückgekehrt? Das freut mich. Lasst mich sehen, was Menasil uns gegeben hat. Würdet ihr mir ja bitte einen Augenblick Gehör schenken? Lass mal sehen. Pflanze mal einen Setzling in Saatmyrin. Merin? Ja, ich erinnere mich. Hier, Melon, bringt den Setzling zurück und achtet gut auf ihn. Lasst ihm kein Leid zustoßen. Menasil wählte einen versprechenden jungen Malorn und ich biete ihn mit Freude den Düsterhurons. Gutes Gelingen auf deiner Reise, Björnwald. Ich hoffe, dass diesmal alles gut gehen wird. Nein. Neue Aufgabe, die Schatten von Saatmyrin in Stücke reißen. In Stücke reißen, tatsächlich. Gott. Ich glaube, wir müssen hier hin. Und dann links, wenn ich das letzte Mal gut aufgepasst habe. Natürlich. Da komme ich doch nicht lebend durch, Leute. Ganz ehrlich. Hallo. Ach, bitte. Oh, was so ein richtiger Pfirsich ist, ne? Der hält es doch aus. Ta-ta-ta-ta. Hier sind keine Bäume. Hier sind keine Bäume. Muss ich das hier pflanzen, das Ding? Okay, 60 Meter. Hoffentlich schaffe ich das, ohne dass sie mich angreifen. Oh, ernsthaft. Wer denkt sich denn sowas bitte aus? Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Und der Witz ist, die schmeißen mich auch noch hier runter. Das heißt, ich muss auch noch aufpassen, dass ich richtig stehe. Toll. Super. Na gut, was soll's. Dann machen wir das halt auch noch. Toll, ich habe keinen Zorn mehr. Super, zwei von den Typen. Auf einmal. Sinnlos, wenn ihr mich fragt. Okay. Dann werde ich mal die ganz harten Geschütze jetzt auffahren. Buffen müsste ich mich auch noch. Entschuldigung. Ja, danke. Und ich habe immer noch nicht genug Zorn. Aber gleich. Und dann mache ich hier mal kurz einen Prozess.
Mei. Sehr schön. Noch ein bisschen Heilung. Ist der andere schon tot? Warum habe ich jetzt das Target gewechselt? Weiß kein Mensch. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist das passiert. Und Zornbuff kann ich noch nicht drücken. Aber die Heilung sollte ich, glaube ich, mal drücken. Na? Okay. Mensch, das ist so unfair. Ich will euch ja eigentlich helfen. Warum muss ich euch vorher umbringen, bevor ihr erkennt, dass ich eigentlich nur helfen will? Oh, erst ist weg, der zweite ist auch gleich weg. Und das ist natürlich sehr sinnlos, was ich hier mache. Weil normalerweise soll man ja einen immer vollständig umhauen. Weil er ja auch mit 3% Leben immer noch genauso viele Probleme macht. Was hätte er 100? Das ist auch sowas, was ich mir im Prinzip... Oh! Schon wieder so ein blöder Schatzspeicher, den ich nicht aufheben kann, weil ich keine Stufe 90 bin. Ja, was ich sagen wollte, ist auch sowas, was ich mir in einem MMO eigentlich mal wünschen würde. Wenn das realistisch wäre, dann müsste ja der Gegner dann schwächer werden, wenn ich den schon die beiden Arme abgehackt habe. Ja, ihr wisst schon. Könnte der ja eigentlich nicht mehr mit der gleichen Stärke angreifen, als wenn er unverletzt ist. Ich erinnere mich da an Monty Python. Die Ritter der Kokosnuss. Der Kampf mit dem schwarzen Ritter. Spuck dir ins Auge und blende dich. Und am Schluss, als er keine Beine und keine Arme mehr hatte, weiß ich gar nicht, oder stand er noch auf einem Bein? Nee, er stand auf seinem Rumpf. Dann meinte er, einigen wir uns auf Unentschieden. Na gut. Ja, wer die Szene nicht kennt, sollte sich die auf jeden Fall anschauen, denn das ist Kult. Monty Python ist Kult. Definitiv. Und das sollte man wirklich kennen, mal gesehen haben. Genauso das Killerkaninchen, die heilige Handgranate und so weiter und so weiter. Also der Film ist Pflicht. So. Okay, ich denke, wir sind aber jetzt so ziemlich durch hier. Ich hoffe, dass es das dann war mit dieser Aufgabe. Weil es langweilt mich doch so ein bisschen. So etwas mehr Action hätte ich doch dann irgendwie doch in der nächsten Zeit noch mal gerne. Ich habe geholfen und bekomme meine wohlverdiente Belohnung und bin damit hier fertig. Schön. Also nächstes Gebiet. BZW. Beziehungsweise. Na, wir gehen jetzt mal zum Stallmeister. Und dann gucken wir mal auf die Karte. Die ist hier. Dann hätten wir noch hier die Feste Galat. Da war ich auch schon mal. Erinnert euch, als ich meine Sachen neu geschmiedet habe? Ich glaube, da reiten wir einfach mal hin. Da gibt es nämlich noch ein bisschen Aufgaben hier für das Krabbeltal und Tower Morwich. Dann gibt es da hinten noch zwei Stallmeister. Und da ist noch Dol Guldur. Richtig, und die Scharmützel habe ich immer noch nicht gemacht. Fällt mir gerade mal auf. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Na, hoppala. Ich wollte ja eigentlich eine Reise buchen. So, Feste Galat, schnelle Reise. Gut. Ja, also. Scharmützel habe ich immer noch nicht geplant gekriegt. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Weil das wollte ich ja eigentlich mit euch zusammen machen und das kam aber nie richtig zustande. Ui, hier ist aber auch voll die Action. Ah, da hinten wird ein bisschen Schwertkrampf trainiert. Was haben wir hier? Beoninger Ausbilder. Schön, schön. Umherziehende Bedrohung. Belohnungsmeister. Ah, okay. Ja. Oh, tauschen. Gucken wir uns mal an.
Das große Auge sieht viel, aber Lorien bleibt ihm verborgen. Ja, weil das große Auge grauen Star hat. Deshalb. Hauptleute, bla bla, okay. Irgendwo waren doch hier solche Belohnungstypen für diese Marken. Die Marken würde ich doch ganz gerne noch ausgeben, bevor ich hier den Abgang mache. Und da sollte meine Tür hin, oder? Oh, Galadrim. Galadrim. Guringalas. Was ist das hier? Instanzierter Bereich? Ihr habt nicht die passende Aufgabe. Na gut. Mir doch egal. Ich brauche gar nicht die passende Aufgabe. So, da kann ich was abgeben. Das mache ich auch mal gerade. Ja, dachte ich mir. Megowannen. Selber. Ah, im Sumpflack gibt es viel zu tun, wie ihr euch gewiss vorstellen könnt. Würdet ihr eine Weile bei uns bleiben? Ja, bleibt mir was anderes übrig? Ich muss ja irgendwie Level 65 werden. Mord im Fluge. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Bitte. Ehrlich. In den wilden Ruinen. Na gut. Bleibt noch. Was haben wir hier? Erkunden, erkunden, erkunden. Na gut. Was haben wir hier? Hört mal. Untersucht Aufzeichnungen. Das ist wieder der gleiche Kram. Würdet wie ihr mir bitte einen Augenblick Gehör Obsidian Edelsteine suchen. Ja. Super. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Bilvis Spione. Hört meine Worte. Leuchtende Drüsen. Boah. Ich weiß nicht. Da gibt es bestimmt so ein Handbuch bei Turbine. Wie schreibe ich einen richtig coolen Questtext? Und da halten sich immer alle dran. Und da gibt es diesen Würfel, diesen Quest-Item-Würfel. Und den würfelt derjenige dann noch. Und dann weißt du genau, okay, Bilvis-Spione muss ich 4, Obsidian-Edelsteine 5, Aufzeichnung der Silvan 8. Oh, das sind 2 Würfel übrigens, sonst könntet ihr hier nicht 8 haben. Das ginge nicht. So, also, am seinen Fahrer. Na, ich weiß schon. Einen Augenblick bleiben? Nee, mach ich nicht. Aber ich schmiede gerade meine Waffe neu. 50 von 60 schon? Das ist ja cool. Okay, Gegenstand neu schmieden, was kriegen wir denn? Chance, dass Angriffe Zorn wiederherstellen. Dauer von verdichteter Pelz. Das hier ist Rang. Nebenattributstufe 4. Hauptattributstufe 4. Wow. Dauer von verdichteter Pelz. Ja, Dauer von verdichteter Pelz ist eigentlich ziemlich cool, wenn man tankt. Hätte ich mich vorher mal informieren sollen, was ich denn sonst noch habe. Ich glaube, ich habe hier auch schon Chance, dass Angriffe Zorn wiederherstellen. Aber auf Rang 4 weiß ich nicht genau. Ich nehme das jetzt mal mit. So, und da haben wir auch ein Level gemacht, 40 von 60. Ja, gucken wir mal. Haben wir ein Nebenattribut Stufe 2 und ein Nebenattribut Stufe 3. Hätte ich eben Nebenattribut Stufe 4 kriegen können. Seht ihr mal? Ja, wenn man es vorher nicht weiß. Schaden von aufmerksames Gebrüll. Das ist doch das, was ich hier ständig benutze. Genau. Ach, Stufe 2. Gut, ist jetzt aber nicht so dolle. Stufe 3. Ich denke, ich nehme jetzt hier doch mal. Das sind ja beides Nebenattribute. Aber Rang 4. Ich nehme das trotzdem. Ich halte das für sinnvoller als das andere. Habe ich noch was zu identifizieren? Lass mich mal gucken. Nö. Ich hätte schwören können, dass ich noch Waffen in meinem Inventar habe. Nein. Aber was kaputt machen kann ich noch. Das müsste doch gehen hier beim Reliktmeister. Megowannen. Selber. Stab. Ja, weg damit. Schwert des Jägers, weg damit. Streitkolben des Waffenmeisters, weg damit. So. Das gibt schön Platz. Im Inventar. Da können dann nochmal andere Sachen rein. So, dann haben wir hinten einen Vermögensverwalter. Sehr gut. Warum reite ich jetzt außen rum, weil ich doof bin? Vermögensverwalter. Da ist er. Walter, der Vermögensverwalter. Okay, also gemeinsam Lagerraum. Der ist auch relativ voll, wie ihr seht. Und meine eigene Bank. Geht so. So, dann gucke ich doch mal ganz schnell noch,
ob ich nicht was in meinem Inventar habe, was ich da reinlegen kann, was ich aktuell nicht unbedingt so dringend brauche. Ich glaube, das kann mal weg, weil das brauche ich eh gar nicht. So, dann hier Stechpalmenholz, das müsste ich dann mal verschicken. Demnächst Rosenquarz auch, alles mal weg, weil es weg ist. So, Bronze, verstärktes Schatzkästchen. Oh, es sind einige hier, Stufe 60, Stufe 10, ja, Stufe 10, Stufe 20. Bringen mir für den Charakter endlich mehr so viel. Warum habe ich die überhaupt mitgeschleppt? Weiß kein Mensch. Ich eigentlich schon längst aufmachen können. Naja, jetzt ist eh zu spät. So, das kann auch alles mal hier rüber, weil ich das wirklich gerade gar nicht brauchen kann. Reliktentfernung, Schriftrolle der Finesse. Ja. Gelehrtentagebuch. Doll. Einfache Erneuerung. Habe ich noch Platz? Ja. Weg und weg. Sehr gut. Die Pfeife schleppe ich auch schon mit seit Level 5. Das ist eine Leistung. Na komm. Brauche ich nicht. Genau. So. Jetzt haben wir die halbe Folge schon wieder nichts gemacht. Dann gucke ich jetzt eben auf die Karte. Ist ja alles relativ in der Nähe. Freut mich. Natürliches Licht. So. Natürliches Licht sammelt leuchtende Drüsen. Und die Krähen müssen wir auch umhauen. Also, schauen wir mal. Ich überlege gerade, ob ich auf der Skillung bleibe. Das macht ja gerade mal Sinn. Ich habe übrigens vorhin mein goldenes Schatzkästchen geöffnet. Und was war drin? Eine neue Hose. Guck mal. Da. Ja, die war viel besser als das, was ich anhatte. Und deswegen habe ich die gleich angezogen. Und steht mir, finde ich. Sieht man jetzt natürlich nicht, ja, weil ich Zierwerk anhab, aber steht mir. Kann ich euch versichern. Oh Wunder, was machen wir wieder? Glühwürmchen verhauen. Ja, ich frage mich wirklich, wann, ab welchem Level ungefähr der spannende Teil hier anfängt, weil wir sind ja schon weiter als die Erweiterung. Weiter als die Erweiterung. Ja, also Erweiterung, erste Erweiterung war ja Moria, Stufe 50 und so. Zack. Und dann kam Lothlorien, Stufe 60, soweit ich mich erinnere. Dann kam, ich wollte eigentlich nicht über dich drüber fallen, ich wollte dich eigentlich töten. Entschuldigung. Ja, dann kam hier Sauron und seine Hood. Weiß gar nicht, ob es da ein Level Cap gab. Bis 65 vielleicht, aber korrigiert mich einfach, wenn es nicht stimmt. Genau, und dann kam 75 und 80 oder 85. Irgendwie sind wir mittlerweile bei 105 oder 110 angekommen. Also, wir sind definitiv schon weiter als das Originalspiel und die Quests werden nicht spannender. Vielleicht muss ich wirklich für die nächste Folge dann das Gebiet wechseln. Ich guck mal, wie weit wir heute kommen hier. Aber es sind nicht die richtigen Krähen. Es sind nicht die richtigen Krähen. Ich soll ja Bilvis-Spione umhauen. Und keine Krähen. Da machen die schon einen Unterschied. Fliegt beides, aber das eine ist böse und kommt von Sauron. Das andere ist gutmütig und hat keiner Fliege hier was zuleide getan. Dann schauen wir mal. Da unten ist noch so ein Glühwürmchen. Die wilde Ruine. Ey. Na? Ich fände es auch irgendwie spannender, wenn die Aufgaben mehr Inhalt hätten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ja auch so, dass ihr von Ortschaft zu Ortschaft, also dort, wo eben ein Stallmeister steht, auch
ähnliche Aufgaben, dann nochmal Dankeschön fürs Vergiften, du Mistvieh. Auch ähnliche Aufgaben dann nochmal, sind ein bisschen anders formuliert und sind es nicht, ist nicht 8 Krähbeine, es ist nur 4 Krähbeine, aber theoretisch ist es ja schon so ein bisschen das Gleiche. Was ist das da unten? Guck mal, da ist ein UFO gelandet. Ja, Entschuldigung, dass ich hier der lore-treuen Gesellschaft gerade ein Schnippchen geschlagen habe. Es tut mir aufrichtig leid. Vielleicht schneide ich das auch nachher raus. Warte, lass mich kurz überlegen. Nein, das bleibt. Das bleibt. So. Wupp. Ja, vielleicht erzähle ich euch auch demnächst mal was über meinen neuen Hang zur Präastronautik. So nennt sich das. Das ist die Lehre von außerirdischen Besuchern vor dem Menschenzeitalter, beziehungsweise während des Menschenzeitalters. Sagt einfach, dass wir, so wie wir uns entwickelt haben, uns nicht entwickelt haben, weil wir so toll sind, sondern weil wir Hilfe von anderen Nicht-Erdenwesen hatten. Aber das machen wir nicht in dieser Folge, damit ihr dann wirklich die Gelegenheit habt, es auch auszuschalten. Da bereite ich euch jetzt schon mal drauf vor. Irgendwann, vielleicht mache ich auch eine eigene Reihe darüber. Werden wir mal sehen. Ich finde das hochinteressant, das ganze Thema. Weil auch der ganze Bereich Religion bekommt dadurch eine völlig andere Tragweite. Wenn man das aus dieser Sicht betrachtet, da ist Jesus dann auch gar nicht mehr Gottes Sohn, sondern das Produkt einer genmanipulierten Eizellentransplantation in die Gebärmutter von Maria. Deswegen konnte der dann auch Wunder wirken und so weiter und so weiter. Gut, ich wollte es nicht so ausführlich machen, aber damit ihr auch die Tragweite mal erkennt, die so eine Idee hat von der Präastronautik. Und bis jetzt, was ich bis jetzt gehört habe, ist für mich alles sehr schlüssig und für mich als aufgeklärten, wissenschaftlich orientierten Menschen liegt das viel näher als an irgendeinen Gott oder Götter zu glauben. Für mich ist das Glauben rein aus der Formulierung heraus auch das Eingeständnis an sich selbst aufgehört zu haben, Beweise für etwas zu suchen. Ja, also wenn ich wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, ja, das und das, das ist kaputt gegangen, aber ich war das nicht. Und ich sage dann, ja, ich glaube dir. Dann heißt das so viel wie, selbst wenn sie es gewesen ist, akzeptiere ich das und stichel nicht weiter rum und suche auch nicht nach Fingerabdrücken, sondern für mich ist klar, weil sie das gesagt hatte, glaube ich ihr das. So, das kann aber eigentlich auch ziemlich dumm sein, wenn man einfach irgendwas glaubt, ohne Beweise zu sehen. Ja, und das muss halt auch jeder selbst wissen, ob er etwas glauben will oder eben das Gegenteil von Glauben ist ja Wissen. Also Beweise für etwas haben. Und ob derjenige sich halt damit auseinandersetzt und sich die Mühe macht, Beweise für etwas zu finden, bis dahin halt einfach sagt, nö, das war so nicht. Die Energie hat halt nicht jeder und ich glaube auch, dass das, ich glaube, weil ich es nicht sicher weiß, dass das was mit Willensstärke zu tun hat. Kann natürlich auch sein, dass es was mit Intelligenz zu tun hat, aber will ich jetzt gar nicht mal so tief in die Materie eindringen. Ich will auch nicht sagen, dass alle Menschen, die religiös sind, dumm sind. Aber vielleicht nutzen sie ihre Energien für andere Dinge, die ihnen wichtiger sind und sagen sich, komm, hier Religion, Gott, ne, das glaube ich und fertig. Funktioniert ja bei
3,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Glaube ich. Ich habe sie nicht gezählt. Ich müsste es auch nochmal googeln, ob die Zahl so stimmt. Ja, um das Thema abzuschließen, das ist also was, was mich zurzeit sehr interessiert. Da gibt es eine Serie übrigens auch im Fernsehen, die heißt Ancient Aliens. Da muss man nicht alles für bare Münze nehmen, was sie da erzählen. Aber es sind schon ein paar Sachen drin, wo man so ans Denken kommt und sich überlegt, ja, ist irgendwie doch nicht so weit hergeholt und für mich stimmiger, als wenn mir jemand was erzählt, ja, Jesus ist übers Wasser gegangen, weil er Gottes Sohn war, weil er Gottes Sohn war. Richtig. Jesus hat Chuck Norris in die Fresse gehauen, weil er Gottes Sohn war. Ja, das erklärt alles. Nee, eben nicht. Das erklärt eben nicht alles. Und wir waren alle nicht dabei. Deswegen erklärt das meiner Meinung nach gar nichts. Denn es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Ja, das ist dieser berühmte Tellerrand übrigens. Also wenn man sich immer nur im Teller befindet und nicht über den Tellerrand hinausschaut, dann sieht man auch viele Dinge einfach nicht, die andere aber erkennen. Dann ist meine Wahrnehmung getrübt und nehme ich auch viele Dinge einfach für bare Münze, ohne sie selbst geprüft zu haben. Das finde ich ein bisschen schade, dafür ist das Leben auch viel zu kurz, immer alles für bare Münze zu nehmen. Warum haue ich eigentlich Waage um? Ich sollte ja eigentlich Glühwürmchen umhauen und Aufzeichnungen sammeln. Und was habe ich da noch nicht gemacht? Obsidian Edelstein, ne? Und die vier Bilbis-Spione, die habe ich auch noch nicht gefunden. Naja, gut, es sind halt Spione. Ey. Ja, würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn einer meiner Zuschauer oder zwei oder drei zur Präastronautik schon eine Meinung haben und die mir kundtun. Dann kann ich mich da auch schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Überlege ich mir wirklich, vielleicht mache ich einen kleinen Podcast raus. Vielleicht kann man auch einen gemeinsamen Podcast draus machen. Mal sehen. Ich finde das Thema auf jeden Fall so interessant, dass ich das nicht einfach ruhen lassen möchte, sondern darüber auf jeden Fall ein bisschen philosophieren möchte, ein bisschen Fakten auf den Tisch legen möchte. Ich würde mich auch freuen über eine Gegenmeinung natürlich oder mehrere. Na, sagt einfach mal, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare. Und ich mache mir dann meine Gedanken darüber. Reißzahn. Aha. Da ist doch hier unser Katzenfreund. Und da unten, was ist da unten los? Doch der Friedhof. Rick, wie du Kuni. Da hinten ist ein Glühwürmchen. Deswegen muss ich jetzt hier runter. Was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn das? Friedhof, behaupte ich. Auf jeden Fall sieht das runentechnisch aus. Runentechnisch. Wupp. Na? So, da haben wir das doch schon fertig. Was ein Glück. Da fehlen noch Aufzeichnungen. Die liegen hier auch nicht überall rum. Oh, soweit ich das gesehen habe. Also drei Stück. Habe ich hier aufgesammelt, vielleicht oben in der Ruine? Ich gucke mal eben auf die Karte. Wo das denn? Ja, natürlich. Klar. Ich bin vor lauter Gebabbel wieder dran vorbeigeritten. Apropos Gebabbel, fällt mir noch ein schöner Wortwitz ein. Wie nennt man einen Vogel, der ganz viel dummes Zeug redet? Na? Weiß es jemand? Das ist eine Schwalbe. Mhm.
Wirklich. Oh. Seltsame Fußspuren. Etwas Ungewöhnliches. Ich stelle nichts Ungewöhnliches fest. Ich sehe Fußspuren. Da kommt Sherlock Holmes. Ihr habt ungewöhnliche Fußspuren im Schlamm entdeckt. Ja, das stimmt. Und nu? Kann ich die auch noch anklicken? Geht's dann weiter irgendwann? War doch gerade noch so eine Hand. Eine weiße Hand. Hallo? Nö. Komisch. Hm. Okay. Ach, das hatte die mit den wilden Ruinen zu tun. Alles klar. Ich soll ja die wilden Ruinen erforschen. Also noch die südöstlichen Ruinen. Was habe ich denn in der ersten Ruine gefunden? Weiß ich gar nicht mehr. Das waren ja drei insgesamt. Schon unterbewusst gemacht. Willst du denn jetzt von mir? Jetzt lass mich doch hier mal das Ding bitte. Hallo. Ha. Tschüss. Tam, taram, taram, tam, tam. Ja, bist ein bisschen langsam auf deine alten Tage. Ja, graue Haare sehe ich da. Ha. Habe ich dich beleidigt? Entschuldigung. Seht ihr, hier ist auch gar nicht so düster, ne? Das hier ist schon ein bisschen heller, interessanter Lichteinfall. Hier von da hinten. Aber es sind ja auch alle Bäume tot. Also von daher kann ja auch Licht durchfallen. Ey. So, da hinten ist das. Und da finde ich bestimmt auch noch Texte. Da ist noch einer. Tam, 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 tam. Ich untersuche die nur. Irgendwann letztens habe ich doch da was abgepaust. Ja, ihr kennt das ja aus der Schule noch, abgepaust. Oder früher habt ihr das vielleicht gemacht. So ein Geldstück unter das Papier gelegt. Das kennen ja heute die meisten gar nicht mehr, dass man das machen kann. Geht auch mit dem Euro. Ah, und das Papier legen, dann holt ihr euch einen Bleistift. Das ist das Ding, was man ausradieren kann. Ey. Für alle Zocker, mit ausradieren meine ich nicht töten, sondern nur die Schrift ausradieren, sodass die Schrift nachher weg ist. Mit dem Radiergummi, Ratzefummel, haben wir früher mal gesagt. Ey. Ratzefummel kriege ich jetzt irgendwie Bilder in den Kopf. Naja, lassen wir das. Ich habe wieder was fertig. Ja, ich habe alles entdeckt. Sehr schön. Jetzt brauche ich noch Spione und Edelsteine. Wo sind die denn? Ah, da hinten ist was Grünes. Dann gehen wir da noch hin. Na, die muss ich gar nicht töten. Warum töte ich eigentlich immer wahllos hier irgendwelche Viecher, die mir gar nichts getan haben? Ui, ist aber schön. Hallo. Gut, schön im Sinne von sehr viel Licht. Was ist das? Duschmau-Krieger. Ja, komm, endlich mal ein bisschen Sonne hier ran. Das ist gut für meinen Teint. Da freue ich mich doch, dass die Sonne mal rauskommt. Hm. Bäume, Felsen. Düsterwaldquaker. Hallo. Quack, quack. Hallo. Breitmaulfrosch. Ich bin gar kein Breitmaulfrosch. Du klingst aber so. Nö, nee, stimmt gar nicht. Ja, dann kannst du weglaufen. Du hast trotzdem einen breiten Mund. Nö, nee, ich hab gar keinen breiten Mund. Das sieht nur so aus. Mm. Lass mir den armen Kermer. Soll ja keine Witze machen über Behinderte. Frösche. Also gut. Jetzt bin ich hier schon wieder zurück in den... Gibt's doch gar nicht. Da wollte ich doch gar nicht hin. Spione und Edelsteine. Leute. Spione und Edelsteine. Wo blinken das hier? Spione. Ah, hier. Folgert schon wieder Überlinge. Es tut mir leid. Ich habe wieder zu viel gebabbelt. Ich war wieder eine Schwalbe. Nur, dass ich nicht fliegen kann. Ehrlich. Ah, dich... Hallo. Ja. Schön, dass du... Toll. Kommst mir wie gerufen. Sag ich mal ganz vorsichtig. Ich muss mich erstmal buffen. Bis, wenn der Buff mal irgendwann heute noch funktioniert. Und ich habe ja schon vor Jahren da drauf gedrückt.
Aber, pff. Ach, jetzt dann doch, ne? So nach 30 Sekunden. Das ist ja toll. Habe ich da irgendwas wegen Anwendungsverzögerung? Nö. Dachte ich jetzt eigentlich. Witzig. Habt ihr gesehen, wie lange das gedauert hat? Ist doch gar nicht. Super. Also, Spione rennen hier rum. Da muss ich eigentlich nur noch den Edelstein gucken. Und das ist da drüben. Hm, na, vielleicht finde ich ja noch drei Spione auf dem Weg dahin. Da ist auch ein Weg. Warum? Irgendwas ist hier. Oben. Heute nicht. Jetzt gehe ich erstmal die Spione suchen. Und reite mal zu dem grünen Punkt. Schutz des Schattens. Da drüben. Vielleicht ist das ja doch hier oben. Wäre ich mal besser auf dem Weg geblieben. Jetzt habe ich Angst. Oben eine Burg. Psst. Vorsicht. Da sind ja die Edelsteine. Guck mal an. Irgendwie ruckelt es hier so ein bisschen bei mir, oder? Man könnte schon fast sagen, leck. Was sind das für Wurzeln? Hallo? Aber sonst? Ihr wart aber nicht eingeladen zur Party. Erstmal heilen. Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte oder so. Aber willst du denn jetzt sowas? Dein Freund oder was? Das ist mir doch egal. Na. Mensch, wir haben doch keine Zeit. Sowas. Gibt's da noch mehr von denen, ja? Hallo, Bienen. Mit Bienen kenne ich mich aus. Ich bin voll der Bienenmann. Du kannst das hier nicht überleben. Keine Chance. Das ist die Macht des Säugetiers über das, was auch immer du bist. Jetzt stirb einfach. So, warum habe ich jetzt erst einen von diesen Edelsteinen, nachdem ich zwei von denen umgeprügelt habe, Leute? Das ist doch nicht wahr, oder? Ist das jetzt wieder so eine 50% Drop-Chance-Quest? Wo wir doch eh so knapp dran sind. Na komm. Ich tippe mal auf Drop nicht. Vielleicht sollte ich sagen, ich tippe mal auf droppt. Ha! Droppt nicht und droppt. Super. Also doch mehr als 50%. Beziehungsweise muss ja gar nicht so sein. Kann ja trotzdem 50% sein. Ich habe ja jedes Mal wieder die gleiche Chance von 50%, dass was droppt. Oder auch nicht droppt. Deswegen ist Glücksspiel ja auch so unnötig, weil ihr jedes Mal die gleiche Chance habt. Ihr könnt beim Roulette zum Beispiel 10.000 Mal zugucken und euch die Nummern aufschreiben. Oder die Farben oder was auch immer. Ihr könnt es nicht vorhersagen, welche Farbe als nächstes kommt, weil jedes Mal wieder die gleiche Chance besteht, zu gewinnen oder nicht zu gewinnen. Ist so. Und lasst euch nichts anderes erzählen. Also Glücksspiel ist eigentlich für den Arsch. Da kann man immer nur verlieren. Fangt gar nicht erst damit an. Spart euch das Geld lieber weg. Jetzt hör mal auf, mich zu schlagen. Hallo. Ja, dich will ich doch gar nicht. Mann. Oh, Janwald, jetzt hör auf dich zu schießen, der arme Kerl. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Glücksspiel. Glücksspiel ist... Ist das hier Rotfang? Ist... Och ja, komm. Wirklich? Wo kommst du denn jetzt her? Du bist gar keine Katze. Du bist irgendwas anderes. Irgendwas Wolfiges oder so. Na komm,
Lass mich mal Heilung drücken, bevor das hier daneben geht. Das ist eine Katze. So, Katze will ich nicht hauen. Lass mich hier mal ein bisschen durchatmen, bitte. Ehrlich jetzt. So, ich brauche Zorn. Dich will ich umhauen. Diese Scherbe will ich umhauen. Ja, dich will ich umhauen. So, wenn du tot bist, dann sind die anderen dran. Die stirbt die Katze nicht, Mensch. So, mein Freund. Schattenwurzel und der ganze Kram, der geht jetzt weg. Und jetzt bist du dran. Ah, komm her. So, ich brauche ein bisschen Zorn. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Definitiv. Es ist mir völlig egal, ob ihr Tom und Jerry seid oder Pat und Patachon. Oder Don Quixote und Sancho Panza. Heilung. Und das dauert immer. Aber stirbt ja sowieso. Das weiß ich ja schon. Hoffentlich stirbt die Katze nicht vorher. Das wäre echt ein bisschen schade. Ich mag Katzen. Langweilig. Ich könnte es ja mal ein bisschen spannender machen. Aber mein Freund hier, ne? 26.000 Moral. Junge, Junge, Junge. Hast aber lang mal einer aus Maul verdient. Wirklich. Ganz ehrlich. Das geht gar nicht. So. Machen wir hier mal kurz den Prozess. Schicke ich den anderen mal weg. Tschüss. Weißzahn. Ja, ich mach das nur, um dich zu schützen. Ehrlich. Wupp, 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 wupp. Komm. Komm. Danke. Und tschüss. Komm, Jabbert, hör auf, den zu beschießen. Da hinten ist noch so ein Zwielichtgedöns-Dings. Diese blöde Katze jetzt nicht bald aufgibt. Und ich mir halt die Scherbe, ist mir egal. Irgendeine hole ich mir. Mit irgendeiner Scherbe werde ich jetzt hier fertig. Meine Aufgabe. Ist die Katze jetzt mal weggelaufen? Heilung. Doch ein paar viele Viecher jetzt hier so, finde ich. War das die Heilung? Ja. Irgendwie schon. Ich finde es ein bisschen unfair, was die hier alles können. Ne? Also so Wurzeln beschwören und hier Spinnen und Illusionen und hast du nicht gesehen... Ja, jetzt Schluss. Tschüss. Ja, Spione lasse ich aus, ehrlich. Ich gebe jetzt mal den Kram ab und den Rest machen wir nächste Woche. Ja, schon wieder Überlänge. Ja, nichts, dass ich nicht, dass ich was gegen Überlänge habe, aber na, in so einer Let's Play-Folge ist doch nicht gut, ne, wenn man die Leute so lange an den Bildschirm fesselt. Das hat der gute alte Peter Lustig immer gesagt. Abschalten, abschalten, abschalten. Hm? Und jetzt noch nicht, aber gleich. Dass ich meinen Kram noch abgebe. Dann gucken wir mal, wo wir vom Level her sind. Und dann machen wir mal einen Schnitt. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Hier so, da so. Mit den Spionen. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar finde. Oder die mich eher... Hui. Scharmützellager. Ach, da ist ja noch so einer. Ach, komm. Jetzt, wo du gerade mal hier bist. Was soll's? Dann sind es nächste Woche nur noch zwei. Ich habe schon Angst vor den Folgeaufgaben. Na. Fall um. Sehr gut. Ich hasse das ja so mit halb erfüllten Aufgaben, um zurückzugehen. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, da fällt mir auf,
Es ist schon ganz schön spät. Und deshalb werden wir jetzt hier kurz einen Prozess machen. Du kannst mir die Aufgabe abnehmen. Zack. So. Alte Aufzeichnung. Mäh dich selber. So. Ui, da habe ich ein Ruf-Update gekriegt. Ne, Aufgabe nehme ich diesmal keine an. Das mache ich das nächste Mal. Ja, mäh dich selber. Soll mein Haarschnitt vertragen, du, glaube ich. Oh, versteckst du hier immer unter der Kutte? Das fällt doch auf. Aber da nicht eine Aufgabe. Da drin gibt es wahrscheinlich eine Aufgabe. Wie auch immer. Dann mache ich hier jetzt mal an der Stelle einen kleinen. Ne, hier nicht. Gucken, ob sie jetzt hier ist. Da stehe ich ja schon wieder schief, Mensch. Ach komm, dann gehen wir hier hin. Das ist doch schön. Ja, zack. Sehr gut. Hervorragend. Ich bedanke mich für 45 Minuten eurer Aufmerksamkeit. Danke fürs Daumieren, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und empfehlt mich euren Freunden. Vielleicht interessiert die das auch und sie finden das auch cool. Da würde ich mich dann wiederum freuen. Ansonsten sehen wir uns in Folge 160 nächste Woche am Dienstag um 18 Uhr. Und dann geht es nochmal im Düsterwald weiter. Und ich denke, dass wir dann auch zum Schluss kommen im Düsterwald, weil dann eben auch die Stufe 65 erreicht ist. Und dann sage ich euch auch, wo es weitergeht. Ab Folge 161. Ich darf mich verabschieden. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.